mein Geburtstagsgeschenk. Moment. Den Fensterladen kenne ich doch von irgendjemandem. Das ist nicht möglich, dass du den kennst. Der gehört nämlich als Haus an. Als Pfarrhaus, als Fest von der Eugenie. Das fehlt dir gerade noch. Als Pfarrhaus? Auch noch gerade. Der Fensterladen gehört als Schlafzimmerfenster von meiner Zwillingsschwester Tina. Frank Kämmerli, was zum Gucker hast du mit dem Laden vor? Ich lade nur etwas Gescheites einfallen. Ja. Also, es war so, der Vater wollte. Von wegen Vater, ich komme jetzt gerade. Also gut, ich habe will. Hätt's auch dir wollen. Ja, genau. Ich hätt's auch dir wollen. Und dann ist er aus Versehen ans falsche Fenster gegangen. Nämlich ja das von der Tina. Ja, das kann ja schließlich jedem mal passieren. Ja, dann ist er ans. Also dann bin ich ans falsche Fenster gegangen. Nämlich ja das von der Tina. Das kann ja schließlich jedem mal passieren. Und dann habe ich. Dann hat er den Stein ans Fenster gerührt, damit Tina verwacht. Damit du verwachst. Weil er ja gemeint hat, du seist dann im Bett. Ja, dann habe ich ein Stein ans Fenster gerührt. Da hat Tina verwacht. Damit du verwachst. Weil er ja gemeint hat, du schlafst dann im Bett. Und ja, und dann ist. Und was ist der? Der ist der Fensterladen runtergefallen, genau. Einfach so runtergefallen und genau mir auf den Kopf. Du musst mal schauen, da die Fühle. Und weil er runtergefallen ist, ist er jetzt kaputt und der Vater fliegt nicht. Etwas Besseres ist er nicht eingefallen, das ist ja lächerlich. So, der Fensterladen ist dir also auf den Kopf runtergefallen? Ganz genau, einfach so auf den Kopf runtergefallen und nachher bin ich gerade hergegangen. Hast du eigentlich das Gefühl, ich glaube dir den Schwachsinn? Betrogen hast du mich mit meiner eigenen Zwillingsschwester und das kurz von unserer Hochzeit. Aber Evi, sie sehen doch gleich aus wie du. Das kann doch nicht so passieren. Du Schuss! Ich kann mir aber eine Sättigung nicht zinschnorren. Jetzt sag ihr wenigstens etwas nicht so, gib mir ein Nasenruch. Evi, Schätzli Müsli, es ist ja gar nichts passiert. Und der Vater ist ja schliesslich auch dabei gewesen. Bist du jetzt vollkommen verrückt worden? Und so etwas habe ich auch heiraten. Evi, Schätzli Müsli, hüll dich kräftig aus, das tut gut in der Wäsche. Komm, schau da, ein Nasentuch.